Servus, liebe Schönbaugemeinde. Herzlich willkommen zu Transport Fever 2, Staffel 2. Wir gehen mit einer neuen Karte an den Start. Die nennt sich Highland River und die findet ihr im Steam Workshop. Könnt ihr abonnieren. Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Das wird die Grundlage sein für die nächste Staffel. Zur ersten Staffel vielleicht noch kurz ein paar Worte. Das wird jetzt nicht abrupt enden, denn da gibt es ja doch noch einiges zu tun. Jetzt ist allerdings einfach ein guter Zeitpunkt mit Feiertage, Urlaub und viel Freizeit, um hier wirklich vernünftig einsteigen zu können, genügend Zeit auch noch zu haben, um parallel noch die letzten Baustellen der ersten Karte zu schließen und dort noch die letzten Folgen zu bringen. Es gibt ja da auch noch ein bisschen was zu tun und dann wird das so langsam ausschleifen. Über den Januar hinweg wird das noch ein bisschen parallel weiterlaufen und dann werden wir uns mit dieser Karte hier in den kommenden Monaten intensiv auseinandersetzen. So, also, wenn ihr die runtergeladen habt, installiert habt, dann sieht das genau so aus, out of the box sozusagen, unverändert. Und wir schauen uns das ganze Ding mal an. Das ist, ich weiß nicht genau, welche Kartengröße das ist, aber das ist schon deutlich größer als die letzte Karte. Also das ist nicht mehr diese sozusagen diese Standard-Vanilla-Kartengröße, sondern die sogenannte experimentelle Kartengröße. Also sehr, sehr groß. Sehr viel Platz, um sich auszutoben. Und wir gehen sie einfach mal durch. Wir können das Ding ja einfach mal so praktisch gegen den Uhrzeigersinn abfliegen, damit ihr mal einen Eindruck bekommt über, also was wir hier, mit was für Dimensionen wir es hier zu tun haben und wie sich die Landschaft so darstellt. Alles sehr, sehr alpin, das ist ja genau das, was ich haben wollte. Ich habe einige Karten gesichtet aus dem Workshop und das ist eben jetzt die hier. Die hat mir einfach am meisten zugesagt, weil ich wollte unbedingt schöne massive Berge haben und das ist schon so ungefähr, das kommt dem schon sehr nahe, wie ich mir das vorgestellt habe. Kann man natürlich alles noch ein bisschen ummodellieren mit Terraforming und dergleichen. Aber das als Basis zu nehmen, ist schon verdammt gut, würde ich sagen. Die letzte Karte war ja einfach so eine autogenerierte Karte, halt eine Standardkarte, kompletter Standard, nichts Besonderes. Und das ist eben jetzt schon eine handgeformte Karte und die hat mich wirklich überzeugt. Also schöne Szenerien, auch hier zum Beispiel hier drüben direkt dieser kleine See von einer schönen alpinen Kulisse umgeben, eingerahmt. Und solche Ecken und Enden findet man halt einige auf der Karte. Und das gibt natürlich also Optionen ohne Ende. Ich habe natürlich schon einen groben Plan im Kopf, wie ich das Ganze angehen werde. Werde ich euch gleich noch schön im Detail zeigen. Wir werden auch gleich schon direkt mit ein bisschen Gebastel loslegen. So Grundlagensetzung, ein bisschen Infrastruktur schaffen. Den ersten Hauptbahnhof mal hinstellen. Und dann bekommt ihr auch direkt noch einen Ausblick. Denn ich habe natürlich schon, bin hier schon einige Wochen zugange immer mal wieder gewesen. Und jetzt hat sich doch schon so viel entwickelt, dass ich damit bestimmt schon, sagen wir mal, 5 bis 6 Folgen füllen kann. Ich habe ein paar Themen eröffnet und dazu werde ich euch gleich noch ein bisschen was zeigen. Also, viele Optionen, viele Berge. Ein Fluss, der sich hier so durchzieht. Und dann gehen wir mal weiter hier so ein bisschen den Kartenrand entlang. Also es ist schon wirklich sehr, sehr viel Platz hier auf der Karte. Da können wir uns ordentlich austoben. Ich muss, also was halt eine große Maßgabe ist, was ich mir vorgenommen habe, es nicht zu sehr ausarten zu lassen. Also ich finde für meinen Geschmack, ich habe die letzte Karte einfach viel zu stark zugebaut. Also viel richtig zugeballert, regelrecht. Muss ich auch nochmal in einer der nächsten Folgen von der alten Karte machen, die ganzen Bahnhöfe und Ortschaften mal durchzählen. Das sind halt insgesamt viel zu viele geworden und auch viel zu viele Strecken auf viel zu engem Raum. Hier werde ich zusehen, dass also weniger ist mehr, ist so ein bisschen die Devise. Und dafür halt alles schön detailliert. Also ich zeige euch mal ganz grob, stelle ich euch den Plan vor, den ich gefasst habe. Anfangen werden wir hier, wo sich eh schon diese beiden Städtchen hier befinden. Wir werden natürlich alles abreißen und selber hinbauen, keine Frage, ne? Das sind eben jetzt die autogenerierten KI-Städte. Die befinden sich hier und hier werden wir auch mit der ersten, naja, mittelgroßen Stadt loslegen. Also heißt auf jeden Fall, es wird einen etwas größeren Hauptbahnhof bekommen, wo wir einfach die Möglichkeit haben, viele Linien draufzusetzen. Und dann wird es aber auch in der Stadt ein bisschen ÖPNV geben. Also Tram und Bus wird hier auf jeden Fall unterwegs sein. Hauptbahnhof wird ungefähr hier in der Ecke entstehen. Auch das werden wir in dieser Folge direkt schon angehen und umsetzen. Und dann habe ich mir erstmal vorgenommen, 3 Strecken zu bauen. 3 Hauptstrecken. Nebenstrecken, eingleisig, Dieselbereiche und sowas sind natürlich auf jeden Fall eine Option, werden kommen, aber erstmal so als Grundlage, als Basis des Ganzen 3 Hauptstrecken. Eine soll dann hier so entlang führen, ungefähr, ne? Das ist jetzt nur so der grobe Plan. Rechts dem Ufer entlang, dann hier irgendwie so den Berg hoch, dann werden wir hier den ersten Zwischenhalt haben, dann wird es irgendwie hier weitergehen, optional möglicherweise vielleicht noch mit einem kleinen Zwischenhalt hier
ungefähr in dem Bereich. Dann gehen wir rüber über den Fluss mit einem großen selbstgebauten Viadukt, sowas in der Richtung. Und dann werden wir hier nochmal einen Zwischenhalt haben und hier Richtung Kartenrand rausgehen praktisch aus der Karte und hier einen Zugspeicher einfach dran setzen. Das wird die erste Strecke. Also nicht übermäßig übertrieben oder so, aber halt alles schön detailliert, sozusagen als kleines Warm-up. Dann Strecke Nummer 2. Wird ungefähr hier abgezweigt werden und da habe ich noch keinen wirklichen Plan gefasst, wie das im Detail aussehen wird. Die soll auf jeden Fall sehr, sehr lang werden und wirklich also dann auch bis irgendwo zum Rand der Karte führen. Wahrscheinlich durch dieses Ganze, durch diesen Talkessel hindurch. Diese ganzen Felder und Bauernhöfe habe ich übrigens nicht selber hingesetzt, die sind einfach schon vorhanden auf der Karte. Und deswegen macht es natürlich auch Sinn, hier irgendwie diese Strecke vorbeizuführen, mit vielleicht einer Ortschaft hier noch angedockt und einem kleinen Zwischenhalt. Und dann eben grob irgendwie hier so durch. Also da haben wir ja viele Optionen, könnten auch in dieses Tal dann schon abbiegen oder wir ziehen die Strecke noch ein bisschen weiter Richtung Straßenrand, Kartenrand, um wirklich die ganze Distanz der Karte zu nutzen. Wir könnten hier irgendwie schön durchgehen und dann hier außen rum und dann aber vielleicht so als grobes Ziel, also ich habe wirklich den Streckenverlauf, habe ich mir noch nicht überlegt. Wir können hier durchgehen, wir können hier außen durchgehen, schauen wir mal. Und entweder zwei- oder viergleisig. Ich tendiere aber mittlerweile eher zu viergleisig, damit wir einfach viele Optionen haben. Also damit wir auch den Fernverkehr hier mit etwas höheren Geschwindigkeiten, wenn es geht, bis zum Ende der Strecke hin, also hinführen können und parallel dazu halt den Regionalverkehr laufen lassen und auch den Güterverkehr. Schauen wir mal. Also wahrscheinlich Tendenz eher zu einer langen viergleisigen Strecke, die dann irgendwo hier enden wird. Hätten wir dann die Option, hier nochmal irgendwie ein kleines Städtchen hochzuziehen und das Ganze vielleicht mit einem Kopfbahnhof enden zu lassen oder halt auch mit einem Unterwegsbahnhof und dann die Strecke einfach noch ein Stückchen weiter Richtung Kartenrand bauen und auch da wieder mit einem Zugspeicher das Ganze einfach enden lassen. Also schauen wir mal. Aber auf jeden Fall Strecke Nummer 2, die wird in jedem Fall, egal wie sie sich dann darstellen wird, im Detail sehr, sehr lang werden. Irgendwie hier so entlang. Und verbunden mit der ersten Stadt, mit dem ersten Hauptbahnhof, das hier entstehen wird. Strecke Nummer 3, um das noch kurz zu Ende zu führen, wird dann hier irgendwie rausgeführt. Und dann so grob in die Richtung. Dann könnte ich entweder hier irgendwie eine Art von Durchbruch machen. Ich könnte es auch nochmal aufteilen und dieses Tal hier noch mitnehmen, was glaube ich schon eine ganz coole Idee wäre, weil es ist halt ein schönes enges Tal. Oder wir lassen hier in diesem Tal die Eisenbahn einfach komplett weg und arbeiten da einfach mit öffentlichem Personennahverkehr und legen hier ein paar Buslinien an. Wäre aber auf jeden Fall auch eine nette Kulisse. Aber in jedem Fall, also spring nochmal zurück, irgendwie hier so rausgehen und dann entweder hier so mittendurch durch den Berg oder hier außen rumgehen. Und auch das wird dann irgendwie grob in diese Richtung gehen. Ihr seht ja selbst, also da sind halt auch massive Berge. Wird wahrscheinlich auch schon eine kleine bauliche Herausforderung werden. Aber es sind halt zig Optionen, die ich hier wählen kann, um hier irgendwie durchzukommen und dann grob in diese Richtung hier, so Richtung Ecke der Karte zu gelangen und hier, wo wir eine schöne große Ebene haben, dort das Ganze dann eben die dritte Strecke zum Abschluss zu bringen. Eben auch optional mit einem Kopfbahnhof oder eben hier auch wieder mit einem Zugspeicher-Setup irgendwie Richtung Kartenrand rausgehen. Das ist mal der grobe Plan, den ich mir gesetzt habe. Was Rollmaterial und dergleichen angeht, also SBB, ÖBB, DB werden auf jeden Fall hier gemischt durch die Gegend fahren. Und möglicherweise werden wir es sogar so machen, dass wir einfach Schwerpunkte auf den drei Strecken legen werden, weil das bietet sich ja irgendwo an, dass wir eine Strecke eher DB-lastig haben, eine eher ÖBB-lastig und eine SBB-lastig. Ich weiß allerdings noch nicht, was wir da so für Mods zur Verfügung haben. Also gerade Richtung Signalisierung. Gibt es überhaupt Schweizer Signale? Gibt es österreichische Signale? Habe ich noch gar nicht nachgesehen. Aber wenn das natürlich alles vorhanden ist, dann kann man sich schon überlegen, halt die Strecken auch entsprechend auszudekorieren. Schweiz dann eben mit Linksverkehr, Schweizer Signale. Österreich ist ja, glaube ich, mittlerweile komplett auf Rechtsverkehr umgestellt, was natürlich ganz praktisch ist. Dann passt das alles gut zusammen mit dem DB-Setup und österreichische Signale. Ich glaube, ich habe schon welche gesehen, bin mir aber nicht zu 100% sicher. Aber es wäre auf jeden Fall eine Option, weil dadurch kommt halt einfach schön viel Abwechslung in die ganze Geschichte rein. Nicht nur was das Basteln angeht, sondern auch einfach insgesamt die Präsentation der Videos und so weiter. Also wir haben viele Optionen. Es wird alpin und dann legen wir hier an der Stelle auch direkt mal los mit den Grundlagen.
Also, der Startpunkt ist festgelegt und dann fangen wir mal an, hier ein bisschen Infrastruktur hochzuziehen. Ich habe bereits alle Ortschaften weggerissen, damit die KI eben hier nicht selber baut. Diejenigen, die schon länger dabei sind, wissen ja, ich baue einfach alles selbst. Da bekommt man einfach die besten Ergebnisse. Okay, ein paar Überbleibsel sind hier noch vom Straßennetz übrig. Und natürlich wird das auch alles umbenannt und kriegt irgendwie so ein bisschen, ja, einfach passendere Namen. Weil irgendwie so ein bisschen Richtung Österreich, Schweiz. Mal schauen, was mir da so einfällt. Bin natürlich für Vorschläge immer gerne offen. Ich nehme allerdings keine realen Namen. Aber vielleicht, wie sagt man, Abbreviationen, also was halt so ähnlich klingt. So wie zum Beispiel halt statt Innsbruck, Ennsbruck oder sowas in der Richtung. Dass es halt irgendwie so einen Touch hat, aber dass auch keiner auf die Idee kommen kann, dass ich hier irgendwie die Sachen wirklich eins zu eins nachbaue. Es soll einfach nur so ein bisschen, einen Touch davon bekommen. Sagen wir so. Also, kleine Umbaumaßnahmen hier, bisschen Terraforming, die Flüsse werden ein bisschen abgeändert. Und dann fangen wir mal an, hier die erste Infrastruktur hochzuziehen. Recht viel mehr werden wir auch bastelmäßig in dieser Folge nicht machen. Ihr werdet allerdings schon ganz andere bewegte Bilder zu sehen bekommen, wie das Ganze dann, sagen wir mal, ungefähr nach 6 bis 8 Bastelsitzungen aussehen wird. So, Infrastruktur. Ich habe mir auch direkt wieder dieses Autobahnpaket von Melectro installiert, also das Autobahnkreuz. Da sind ja auch dann der passende Straßentyp ist da auch mit dabei. Ich werde generell auch nochmal ein paar andere Sachen ausprobieren, also in Richtung Mods, die ich bislang noch nicht hatte. Häusermods gibt es ja auch nochmal was, also gibt es auch weitere, die ich bis jetzt noch nicht benutzt habe. Die so ein bisschen Ruhrpott-Charakter haben, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Tolle Häuser sind da dabei. Und noch einiges mehr. Dinge, die mir auch schon oft vorgeschlagen wurden, wo ich mir aber gedacht habe, das quetsche ich jetzt nicht noch mehr. Also nicht noch auf die alte Karte mit dazu, sondern probiere das dann alles auf der neuen Karte aus. Da wird es einige Änderungen geben. Okay, also Autobahn. Autobahnkreuze, Autobahnzubringer, das sind so die ersten Sachen, die ich hier immer drauf packe. Dann verbinde ich das alles mit entsprechenden Straßen. Ist ja auch alles wunderbar kompatibel mit der ganz normalen vierspurigen, die man halt schön in der Stadt verwenden kann. Und so entsteht erstmal so ein kleines Straßennetz. Ich denke, es ist eine ganz gute Idee, auf jeden Fall da so die Grundlagen direkt ganz am Anfang zu machen. Damit man schon mal grob hingestellt hat und man kann halt auch einfach die Dimensionen dann so ein bisschen besser abschätzen, wenn man schon mal so ein kleines Straßennetz dort hat und den ersten Hauptbahnhof dann schon hinstellt und die ersten Gleise verlegt hat, dann kann man schon ungefähr abschätzen, wie groß das Ganze eigentlich wirken wird und so. Das ist, glaube ich, nicht die schlechteste aller Ideen. Und dieses ganze Autobahnnetz wird sich natürlich, also auch generell das ganze Thema Autobahnbau wird sich natürlich über die ganze Karte erstrecken. Wir werden nicht nur mit der Bahn über die ganze Karte fahren, sondern auch dann irgendwann auf der Autobahn. So, die ersten Gleise. Ich baue die mal mitten rein. Dann habe ich schon mal einen guten Höhenansatz. Und genau auf der Höhe, also mit der Höhe, komme ich ja praktisch dann auch über alle Straßen drüber. Solange ich hier erstmal alles in der Ebene baue. Das ist schon mal eine gute Grundlage. Und dann habe ich auch direkt automatisch praktisch die Höhe des Hauptbahnhofes schon mal hergestellt. Und damit baue ich mir schon mal die ersten paar Gleiskilometer hier im Stadtgebiet. Oder das, was eben Stadtgebiet werden wird. Dann hier ein bisschen Terraforming, da bauen wir uns so eine Art Podest. Das wird so der ganze Bereich des Hauptbahnhofes werden. Machen hier mal kurz ein bisschen sauber. Und alles, was ihr seht zum Thema Hauptbahnhof und Gleisvorfeld, das ist natürlich alles noch nicht die finale Form. Das ist so die grobe Grundlage, die Grundstruktur und das wird alles noch zigmal umgebaut. Also erfahrungsgemäß ist das einfach so. Ich habe es noch nie geschafft, ein Gleisvorfeld irgendwie hinzubauen und das war dann irgendwie perfekt, sondern das wird immer wieder umgebaut. Weichenstraßen verändert, Gleisgeschwindigkeiten verändert und so weiter. Das ergibt sich dann halt einfach aus dem weiteren Verlauf. Aber so die grobe Struktur, dass die Gleise schon mal irgendwie so einigermaßen angeschlossen sind und so, dass halt praktisch auch jeder Bahnsteig jedes Gleis erreichen kann, das versuche ich schon möglichst frühzeitig herzustellen und alles Weitere ergibt sich dann noch. So, die ersten Weichenstraßen sind gesetzt.
hier sieht man auch mal so, also grob den Verlauf, wo die Strecken hinführen werden. Das ist genau das, was ich euch gezeigt habe am Anfang. Insgesamt gehen hier 6 Gleise raus und das splittet sich dann halt eben einfach im Laufe der Zeit alles noch auf. So, hier tausche ich schon am Hauptbahnhof die ersten Gleise aus. War allerdings auch eine schlechte Idee. Ich weiß nicht genau warum, aber es passen auch nicht alle Gleise. Also, oder es funktionieren nicht alle Gleise. Diesen Gleistyp, den ich hier verwendet habe, der gefällt mir zwar ganz gut und ist auch auf 60 km/h reduziert, was eigentlich gut wäre für einen Hauptbahnhof. Aber da versinken die Sims komischerweise im Bahnsteig. Also ich habe den Gleistyp dann nochmal tauschen müssen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber es ist scheinbar so, dass sich die Höhe der Sims auf dem Bahnsteig nicht an den Bahnsteigen selbst, sondern an den Gleisen orientiert. Das habe ich irgendwo nachgelesen. Also auch ganz, ganz interessant. So, dann kommen die ersten Bahnhofsgebäude dazu. Die Unterführungen werden platziert. Hier reißen wir mal die komplette Überdachung aus. Ich werde erstmal damit beginnen, hier einen Hauptbahnhof hinzustellen, der halt diese Bahnhofsüberdachung hat. Hier sieht man es eh schon, diese große Bahnhofshalle. Aber mal schauen, ob ich das langfristig so lasse. Man kann das auch zwischenzeitlich mal umbauen und irgendein anderes Setup verwenden. Das ist ja super schnell alles umgebaut. Das ist ja das Schöne daran. Aber erstmal beginnen wir mit einem 8-gleisigen Hauptbahnhof und einer schönen Bahnhofshalle. Die Bahnsteige sind teilweise schon verlängert worden. Ziel wird natürlich sein, hier auch auf jeden Fall lange Züge unterzubringen. Also Railjet-Doppeltraktion muss hier schon komplett reinpassen. Und ICE-Doppeltraktion. Zwar nicht die längsten Ausführungen mit 12 Waggons, glaube ich, sondern die kürzere Variante. Aber das möchte ich schon beides hier unterbekommen. Railjet und ICE in Doppeltraktion muss hier Platz haben. Dann seht ihr auch schon oberhalb jetzt hier des Bahnhofes sind ein paar Durchgangsgleise, habe ich mir schon mal hingebaut, damit wir einfach den Güterverkehr und generell Durchgangsverkehr hier einfach entlang leiten können um den Bahnhof herum. Und dann kommt auch direkt ein Güterbahnhof dazu, damit wir hier auch Güterzüge halten lassen können. Schön parallel zu den Gleisen. Und dann bauen wir das hier alles wieder, lassen das wieder zusammenfließen und bauen hier mal die erste Gleisharfe ein. Da wird das dann wieder zu einem großen Schienenstrang zusammengeführt. Die Durchgangsgleise sind auch schon mit Spitzkehren ausgestattet, damit ich da Linien draufsetzen kann, damit ich ein bisschen was durch die Gegend rangieren lassen kann, ein paar Loks, die hin und her fahren und solche Geschichten. Denn es soll ja alles schön lebendig wirken. So, das bauen wir hier auch noch schön zusammen mit Weichen. Und dann haben wir schon eine gewisse Grundstruktur geschaffen. Bahnhofshalle steht, Hauptbahnhof in der Grundform. Und die ersten Schienen haben wir auch schon rausgeführt, die wir dann zu den entsprechenden Strecken verlängern können. Okay, weiter mit ein bisschen Straßenbau. Das wird natürlich jetzt auch noch nicht, also ich werde noch nicht jede Nebenstraße und jede kleine Straße irgendwie setzen, sondern halt also so die grobe Grundstruktur, damit das Ganze so eine gewisse Form bekommt. Sagen wir halt die Hauptverkehrsadern. Die sollen schon mal in Position sein. Alles andere hat dann noch ein bisschen Zeit, aber das würde ich ganz gerne am Anfang schon über die Bühne bringen. Dann hier sozusagen die Bahnhofstraße. Ausreichend breite Straßen. Da habe ich mir auch eine Mod installiert. Gibt's, weiß nicht, ob es die auch im Workshop gibt, aber auf jeden Fall auf transportfever.net, der also einen Straßentyp hinzufügt oder mehrere Straßentypen, wo dann diese ganzen Deko-Elemente wegfallen. Also die ganzen Bäume, das ist mir manchmal ein bisschen zu viel des Guten. Das ist auf jeden Fall auch eine recht brauchbare Geschichte. Werdet ihr natürlich noch alles in Aktion sehen. So, und die Gleise, die hier verlegt werden, da geht es dann einfach Richtung Kartenrand. Da baue ich vielleicht noch einen unterwegs halt irgendwo im Stadtgebiet ein für Regionalverkehr. Nochmal eine weitere Station im Stadtgebiet. S-Bahn wird es an der Stelle übrigens in dieser Stadt nicht geben. Möglicherweise in einer anderen Stadt, das kann ich mir gut vorstellen, aber hier in dem Fall nicht. So, dann verbinden wir das Ganze hier drüben noch, auch mit den Autobahnzubringern. Schaffen hier noch so ein bisschen Struktur.
Und auch das wird natürlich alles hier und da nochmal ein bisschen umgebaut. Es wird auch nochmal so ein Layout geben, wo halt, wo ich praktisch innen laufende Straßenbahnschienen habe. Also wo die Straßen außen sind und die Straßenbahn innen entlang fährt, werde ich auch wieder mit einbauen, weil mir das einfach gut gefällt. Dann hier der Straßenanschluss für den Güterbahnhof. Und der Rest ist einfach so grobe, naja, sagen wir mal Vorstrukturierung. Alles auch, wie gesagt, nicht in Stein gemeißelt. Aber so halt die Grundlage mal, ganz grob. Dann gehen wir hier nochmal rüber. Auch auf der anderen Uferseite wird noch ein bisschen Stadt entstehen. Und was den Detailgrad angeht der Stadt, da habe ich schon so Königsburg als Maßgabe, ehrlich gesagt. Das muss schon so der Standard sein. Dafür wird es halt nicht so riesengroß werden. Aber es wird wahrscheinlich eher wenig Kulissenbau dabei sein, sondern es wird schon sehr, sehr viel zu sehen geben. Und auch alles wirklich sehr detailliert. Alles mit einem netten Straßenbahnnetz ausgestattet. Und dann wird das schon ganz nett, glaube ich. Okay, da habt ihr mal die Grundstruktur noch schön gesehen. Dann baue ich noch ein paar Kreisverkehre ein. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Idee, das relativ früh zu machen. Also alles solche Geschichten, das grobe Straßennetz, Kreisverkehre, das grobe Autobahnlayout mit den ganzen T-Stücken, also mit den Autobahnen, wie heißen sie? Vorhin habe ich es gesagt, nicht Autobahnkreuze, sondern eben das andere Ding und die ganzen Zubringer und so weiter. Dass das schon mal einfach platziert ist, bevor man irgendwie die ersten Gebäude setzt. Autobahndreieck, würde ich sagen, genau. Das meinte ich mit T-Stück. So, dann braucht es hier natürlich auch noch ein paar Brücken, um die Flüsse zu überqueren. Und warum ich hier so rumgefummelt habe, ach genau, ich wollte also das Gewässer zumindest an der Stelle schiffbar machen. Ich glaube zwar nicht, dass Schiffsverkehr und Hafen und so ein Zeug das Riesenthema werden wird auf der Karte, aber ich will auf jeden Fall hier mir erstmal die Option noch offen lassen, dass ich hier auf jeden Fall ein paar Schiffe durch die Gegend fahren lassen kann. Und dann nicht irgendwann in einem Monat sagen, ja, Schiffe wären eigentlich doch ganz cool, aber jetzt habe ich die Brücken schon alle so ausdekoriert und muss das alles wieder umbauen und abreißen, deswegen baue ich die direkt mal auf die richtige Höhe, damit wir diese Option haben. So, dann gehen wir hier nochmal unten durch. Füllen den Bereich noch ein bisschen auf mit der groben Straßensetzung. Und dann sind wir fast durch mit der ersten, mit den Grundlagen der Infrastruktur. Hier kommt auch nochmal das T-Stück hin. Es ist ja eigentlich ein T-Stück. Autobahnkreuz. Dreieck, meinte ich. Und das wird dann praktisch die direkte Anbindung hier zur Stadt. Das geht dann, also da endet dann die Autobahn halt einfach. Dann ändert sich der Straßentyp und dann geht es hinein in die Stadt mit ziemlich direktem Zugang zum Hauptbahnhof. Ist, glaube ich, infrastrukturell auch eine ganz gute Idee. Und dann haben wir die Grundlagen erstmal geschaffen an der Stelle. Ich habe die erste Zeitraffer auch bewusst mal nur auf die Grundlagen beschränkt, weil alles andere hätte einfach den Rahmen komplett gesprengt. Ich habe hier natürlich schon zig Themen, ich habe Zeitraffern jetzt schon gesammelt. Für ungefähr, naja, sagen wir mal, 8 Folgen dürfte das schon füllen. Und da sind eben alle verschiedenen Themen drin. Also alles, was ihr hier jetzt schon sehen könnt, das ist jetzt ein Vorgriff in die Zukunft. Ich habe mich um die Bahnsteige gekümmert, habe den Hauptbahnhof nochmal ordentlich umgebaut, mit Deko-Elementen bestückt, habe die ersten Linien angelegt, die ersten Strecken verlegt, bisschen Stadtkulisse schon hochgezogen. Und das sind halt alles eigene Themen, die wir dann alle schön detailliert jeweils in einer Folge abarbeiten werden. Und das ist eben jetzt der Stand nach ungefähr 3 bis fast schon 4 Wochen mittlerweile Bauarbeiten
hier rund um die erste Stadt und entlang der ersten Strecke. Und das ist jetzt, also alles, was jetzt hier in den bewegten Bildern kommt, knapp 13, 14 Minuten Bildmaterial, Videomaterial, ist schon mal ein Vorgriff auf das, was ihr dann in den ersten Folgen alles zu sehen bekommt. Asche übrigens über mein Haupt, Baureihe 189, hatte ich nicht mal installiert auf der letzten Karte. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass es die noch nicht gibt. Ist natürlich völliger Blödsinn, ist ein Riesenpaket und es gibt sogar die ÖBB-Varianten, wie hier im Bild schön zu sehen. Die hier als Rangierlinie hier im Güterbereich hin und her fährt, um ein bisschen was Lebendiges zu erzeugen. Einige kleine Szenerien sind auch schon entstanden. Hier zum Beispiel diese Gruppe Hippies oder so mit einem Kasten Bier. Die diskutieren hier gerade mit Polizeibeamten am Bahnsteig. Die sind total unterschiedlich auf Fassung, was den Alkoholkonsum angeht. Die ersten Züge rollen natürlich schon. Ich habe einige Linien angelegt. Die fahren im Wesentlichen auch irgendwie nur unsinnig hin und her bislang. Es ging mir im ersten Moment erstmal nur darum, dass einfach ein bisschen was los ist am Hauptbahnhof. Und es wohnen auch schon einige Sims auf der Karte. Ich habe Einkaufsmöglichkeiten und Arbeitsplätze geschaffen und so weiter. Deswegen reisen hier auch schon einige Leute durch die Gegend. Nutzen auch die Züge, fahren mit den Zügen durch die Gegend. Auch da habe ich mir nochmal ein bisschen was einfallen lassen beim Zugspeicher-Setup. Werde ich euch auch alles noch detailliert präsentieren. Also es wird keine leeren Züge geben. Die Sims werden immer den Grund haben, mit den Zügen zu fahren. Was man im Hintergrund auch schon immer wieder sehen kann, wenn man sich die Häuser ein bisschen genauer anschaut, das ist eben auch ein neues Häuser-Mod-Paket, was ich mir installiert habe. Es ist nicht neu, es ist sogar schon, glaube ich, relativ alt. Und wenn mich nicht alles täuscht, aus City Skylines konvertiert worden. Das sind, glaube ich, eher so Ruhrpott-artige Gebäude, die ich persönlich noch nie benutzt habe, wurde mir schon oft in den Kommentaren nahegelegt, dass ich mir die doch mal installieren sollte. Auch da wieder Asche über mein Haupt, habe ich bislang nicht gemacht, aber jetzt auf dieser Karte kommen sie zum Einsatz. Railjets sind natürlich unterwegs in Einfachtraktionen, in Doppeltraktionen, in verschiedenen Ausführungen, mit verschiedenen Taurussen oder Tauri bespannt. Ist ja auch ein Riesenpaket mit vielen Sonderlackierungen, also da werden wir alles durch die Gegend fahren lassen. Hamburger Stellwerk im Hintergrund ist auch, glaube ich, im Dezember erst erschienen. Das sind auch drei verschiedene Stellwerke, sehr, sehr schön anzusehen. Habe ich hier mal eins aufgestellt davon. Nette Bergkulisse hier. Die Hausberge der ersten Stadt sozusagen. Hat auch schon einen Namen bekommen, ich glaube, man hat es eh schon gesehen. Enzbruck. Ich bin da unkreativ, ich weiß. Aber wie gesagt, ich wollte es halt nicht Innsbruck nennen oder so, weil ich einfach keine realen Namen übernehmen möchte. Außer ich mache wirklich einen richtigen Nachbau von irgendwas, dann nenne ich das schon so, wie es auch wirklich heißt in der Realität. Aber so ist halt ein bisschen dran angelehnt, aber mir auch nicht. Schweizer Kollegen sind schon unterwegs hier, SBB Cargo rollt hier über die Durchfahrtgleise, die hier am Hauptbahnhof vorbeiführen. Das ist ja auch, insgesamt ist es so ein total klassisches Setup einfach. Also ich glaube, da gibt es auch einen Namen dafür, für diese Konfiguration, für dieses Gleislayout. Aber das sieht man ja oft. Talent 3, auch im Adventskalender gewesen. Praktischerweise direkt mit einer ÖBB-Variante. Auch der wird hier seinen Dienst verrichten im Regionalverkehr. Auch hier, Graffiti-Szene ist schon wieder unterwegs. Die Polizei macht hier gerade Beweismittelaufnahme, macht ein paar Fotos. Und gleicht das mal mit den Akten ab. Viel neues Rollmaterial, was eben so in der letzten Zeit erschienen ist, kommt natürlich auch direkt auf die Karte. Wir lassen hier mal den Blick über das aktuelle Gleisvorfeld schweifen. Einige Oberleitungsmasten habe ich schon gesetzt. Bahnsteige konntet ihr wahrscheinlich schon erkennen, da habe ich auch einige schon an Eigenbau betrieben. Die so ein bisschen gekrümmt dargestellt, also schon und manuell halt verlängert. Öffentlicher Personennahverkehr. Auch diese Haltestelle hier habe ich noch nie benutzt. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Funktioniert für Trambahnen und Busse. Ich nutze es auch aktuell für beides, aber vielleicht trenne ich das noch und lasse hier nur die Trambahnen fahren und überlege mir für die Busse noch was anderes. Ist aber eine coole Haltestelle, weil, wie ihr seht schon, die findet halt auf mehreren Ebenen statt. Also es gibt eine untere und eine obere Ebene. Und das ist schon cool. Ist auch direkt schon mit vielen Deko-Elementen versehen, also die kann man einfach hinstellen und ja, glücklich sein. Passt gut mit der vierspurigen normalen Straße zusammen, also kann man hier echt gut integrieren.
auch alles mit Lanes ausgestattet, dass die Leute hier auch überall entlang laufen und die ganzen verschiedenen Terminals benutzen. Und es hat schon was. Es sieht schon cool aus, wenn die Trams hier so aus dem Untergrund rauskommen und dann wieder oben entlang fahren und umgekehrt. Es ist schon cool. Auch die Fußgängerzugänge sozusagen hier, ne? Die Unterführungen. Also ist schon eine coole Geschichte. Gefällt mir gut. Und ich habe mir sogar überlegt, dass ich vielleicht das Trambahnsystem auch so ein bisschen Richtung U-Bahn-System entwickle. Also nur so ein bisschen. Gibt es ja zum Beispiel, ich glaube auch in Frankfurt teilweise, wo die U-Bahn, die Straßenbahn auch mal teilweise unterirdisch unterwegs ist, bin ich halt drauf gekommen, als ich dann diese Station platziert habe, dass das vielleicht auch eine ganz coole Idee wäre. Aber mal schauen, also das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Nur so eine Idee, die mir, glaube ich, ganz gut gefällt. P-Wagen, Münchner P-Wagen hier als Christkindl-Tram unterwegs. Und Rollmaterial ist natürlich auch noch nicht in Stein gemeißelt. Wird auch alles im Laufe der Zeit alles wieder ein bisschen durcheinander gewürfelt und früher oder später wird ja auch wieder alles Mögliche durch die Gegend fahren. Hier ist gerade ein ICE im Hauptbahnhof mit dem Fahrgastwechsel beschäftigt. Doppelte Aktion. Nette kleine Szenerie hier mit den offenen Klappen und der Scharfenbergkupplung. Da geht er auf die Strecke. Und das dürfte der Talent 3 sein. Genau, da ist er. Aus dem Adventskalender. Sehr, sehr schönes Triebfahrzeug. Wirklich gut geworden. Also gut umgesetzt einfach. Tolles Modell. Schöner Sound. Eine Bereicherung. So, hier nochmal die Totale rund um den Hauptbahnhof. All das, was ihr seht hier in diesem Bildausschnitt, wird in den nächsten 8 bis 10 Folgen oder so bastelmäßig thematisiert werden und noch einiges mehr. Zum Beispiel die erste Bergstrecke. Oder es ist zumindest, soll so ein bisschen den Anschein einer Bergstrecke haben. Ist noch nicht übertrieben gebirgig an der Stelle, aber es ist vom Layout her, glaube ich, das einigermaßen getroffen. Also tunnelreich, es wird Viadukte geben, relativ geringe Geschwindigkeiten, weil es auch ziemlich kurvenreich ist, dadurch, dass es natürlich, es sind viele Rampen verbaut, es geht die ganze Zeit bergauf und bergab. Und da haben wir auch den ersten Railjet in Doppeltraktion, der hier gerade im Tunnel verschwindet. Die Nadelbäume habe ich natürlich wieder installiert, man muss ein bisschen vorsichtig mit den Dingern sein, weil die schon sehr auf die Performance gehen. Also ich benutzt die aktuell noch sehr, sehr behutsam und eher punktuell. Und werde dabei immer schauen, dass ich die Performance ein bisschen im Blick habe. Weil die können auf jeden Fall Probleme verursachen. So, nette kleine Zugbegegnung hier. Railjet trifft Railjet. Dann hier drüben. Also, wo sich diese ganzen Sachen befinden und so, das wird sich alles in den nächsten paar Folgen auflösen. Kleine Szenerie gerade eben da mit der kleinen Kapelle. Und dann geht es hier weiter in den nächsten Tunnel mit Tempo 40, weil sehr enge Kurve hier. Nette kleine Bergkulisse im Hintergrund über den ersten Eigenbauviadukt. Ich denke mal, das wird so ungefähr Folge 3 circa werden, dass wir uns direkt um diesen ganzen Abschnitt hier kümmern. Und es sieht halt schon cool aus, ne? Mit diesem, das ist ja hier eine große Kurve, also eine Art Wendetunnel, und wenn man den Zug hier auf der Seite schon aus dem Tunnel rausfahren sieht, während das hintere Teil noch gar nicht im Tunnel verschwunden ist. Also es gibt einfach gute Perspektiven. Das kann man, glaube ich, an der Stelle schon feststellen. Tunnelportale werden natürlich entsprechend vernünftig ausdekoriert. Einiges an Viaduktbau wird wieder stattfinden. Und das Ganze in eine doch ganz nette Bergkulisse, die ich natürlich auch noch ein bisschen bearbeiten werde. Eingebettet, das ist schon ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Alpenstaubsauger darf natürlich nicht fehlen, Baureihe L44. Als Regionalexpress hier mit City Shuttle und Steuerwagen unterwegs. Richtung Innsbruck Hauptbahnhof. Einer der ersten Bahnübergänge und auch eine der ersten Ortschaften, die dann praktisch entlang der Strecke entstehen wird. Da habt ihr hier schon mal so die ersten kleinen Ausblicke.
wird auch alles möglichst detailliert gestaltet. Hier ein paar Beispiele, wie es dort aussehen wird. Planmäßig vielleicht so irgendwo zwischen Folge 4 und 6 wird das hier alles über die Bühne gehen. Auch hier schon die ersten kleinen Szenerien, die entstanden sind. Ich denke, es wird alles nicht so schlecht werden. Coole Perspektive übrigens mit den Bergen im Hintergrund. Das wirkt fast so ein bisschen, als wären die Gipfel da oben in den Wolken. Und solche Stationen hier natürlich nur vom Regionalverkehr bedient. Alles andere, Fernverkehr, rollt durch. Jetzt, wo ich die Bilder wieder sehe, kriege ich jetzt schon wieder Bock zu basteln. Das wird eine super Karte. Da bin ich mir sicher. Die ersten Gärten sind auch schon ein bisschen ausdekoriert worden hier. Mit dem üblichen Klimbim, kleines Gemüsebeet hier. Direkt am BÜ gelegen, wo man auch mal ein bisschen Zeit mitbringen muss. Wenn hier die Züge vorbeirollen. Und es werden viele Züge vorbeirollen. Es wird eine gemischt befahrene Strecke werden. Regional, Fernverkehr und Güterverkehr wird hier die Berge rauf und runter ballern. Kleine Aussichtsplattform entlang der Strecke hier mit angeschlossenem Parkplatz. Sehr beliebt bei den Trainspottern. Auch da werden wir sicherlich ein bisschen Zeit zum Filmen verbringen, wenn das hier alles ein bisschen weiterentwickelt ist. Und ab in den nächsten Tunnel. Und eine Sache, die ich euch unbedingt noch direkt in der ersten Folge präsentieren wollte. Die gekrümmten Bahnsteigselemente aus dem Adventskalender, die am 24. erschienen sind. Großes Kino. Und das sind ja nicht nur die gekrümmten Bahnsteigselemente, sondern da sind ganz viele Bahnsteigselemente, dekorative Geschichten mit dabei enthalten. Also damit werde ich auch ziemlich viel basteln, denke ich. Und die gekrümmten Bahnsteige sind eben auch funktional, ne? Also die konnte man bislang irgendwie im Eigenbau schon hinbauen. Hat auch gut ausgesehen immer. Aber diese funktionieren halt wirklich. Die Züge halten da in voller Länge, nutzen den ganzen Bahnsteig. Und die Sims eben auch. Und das ist schon, wenn ich das sagen darf, verdammt geil. Da werden wir viel Spaß mit haben. So, nochmal ein Alpenstaubsauger. Hier mit Doppelstockwagen. Wiesel genannt, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe. Auch City Shuttle. Tolle Lok. Schon eine meiner Favoriten aus dem ÖBB-Spektrum. Okay, zurück am Hauptbahnhof. Das ist mal so der erste Ausblick. Ich habe natürlich zig Ideen. Ich will jetzt nur noch nicht zu viel verraten, weil dann passiert es vielleicht doch, dass ich das eine oder andere nicht umsetzen kann oder möchte und dann sind vielleicht Leute enttäuscht oder wie auch immer. Aber ich meine, alpines Szenario hat wahnsinnig viel zu bieten. Da kann man so viele Sachen machen. Und ich denke mal, wir werden hier die nächsten Monate doch eine ganze Weile beschäftigt sein. Hoffentlich nicht ganz so lange wie auf der letzten Karte, aber also ein halbes Jahr, denke ich mal, damit kann man schon gut und gerne rechnen. Gut, das soll es gewesen sein für den ersten kleinen Ausblick hier auf die nächste Karte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich bin auf jeden Fall erfreut, das anzugehen. Danke fürs Zuschauen und bis bald.